قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني فوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب إن شاء الله في مخن ضيته نخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Die Übersetzung: Und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe, das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt, und seid nicht die Ersten, die es verleugnen, und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringeren Preis, und mich alleine sollt ihr fürchten, und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche, und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche, und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst, und verrichtet das Gebet, entrichtet die Abgabe und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Befehlt ihr den Menschen Güte, befehlt ihr den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest, begreift ihr dann nicht. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen. Nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Und glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe. Das zu bestätigen, was euch bereits vorliegt. Und seid nicht die Ersten, die es verleugnen, und verkauft meine Zeichen für einen geringen Preis, und mich allein sollt ihr fürchten. Das bedeutet: Und glaubt, o Kinder Israels, an den Koran. Ja? Und glaubt
O Kinder Israels, einen Koran, den ich auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt habe. Yani den Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und übereinstimmend mit dem, was ihr von der wahren Tora wisst. Heißt aber auch, es geziemt es sich nicht, dass ihr die Ersten seid, die es verleugnen. Ja? Oder ihr glaubt. Glaubt an das, was ich als Offenbarung hinabgesandt habe, bestätigend, was euch bereits vorliegt. Und das heißt, und seid nicht die Ersten. Seid nicht die Ersten heißt also, seid nicht diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala zuerst verleugnen. Ja, und es geziemt es sich nicht, dass ihr die Ersten seid, die es verleugnen, da ihr die Wahrheit wisst. Da sie also was? Die Wahrheit wissen, sozusagen. Und seid nicht die Ersten von den Leuten der Schrift. Das ist auch eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen so, wie er sie beschrieben hat im Koran Karim, dass sie die Wahrheit verleugnen, die ihn verleugnen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im selben Vers und tauscht nicht mein Zeichen gegen einen geringeren Preis. Ja, yani tauscht nicht diese Zeichen ein durch einen Preis, der sehr gering ist. Und Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, die er gesandt hat, den er herabgesandt hat, übereinstimmend mit dem, was ihr vor euch habt, nämlich die Schrift sozusagen. Und tauscht nicht meine Zeichen gegen einen geringeren Preis, gegen einen Bruchteil des Diesseits. Sie tauschten das ein durch die Dunya. Praktisch Dunya, was egal wie wert sie ist, sie kann nicht diesen Wert haben, nämlich Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, den er herabgesandt hat. Wie dann heißt, und tauscht nicht mein Zeichen gegen einen geringeren Preis, gegen einen Bruchteil des Diesseits, das vergeht. Yani das, was hier existiert, ist eine Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, die auch irgendwann ein Ende hat. Aber Zeichen Allah und sein Wohlwollen, seine Rechtleitung, seine Nähe, seine Barmherzigkeit, ja, die bleibt nämlich sowohl hier als auch im Jenseits, nämlich für immer und ewig sozusagen. Und wehe euch, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wehe euch sozusagen, und wehe euch, nur mir seid gehorsam und unterlasst es euch mir zu widersetzen. Denn ihr seid mir alleine gehorsam und begeht keine Widersetzung gegen mich, yani gegen Allah subhanahu wa ta'ala und gegen seine Religion. Im nächsten Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Und verdeckt nicht das Wahre. Und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Yani, und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche. Yani, die Wahrheit durch das Falsche, nämlich durch das Nichtige sozusagen. Und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr es doch wisst. Und verdeckt bedeutet hier, und vermischt nicht. Verdeckt bedeutet hier, vermischt nicht, sozusagen. Und sie pflegten die Menschen ständig mit Nachrichten zu verwirren. Ja? Kinder Israel damals, das war auch ihre Eigenschaft, und so beschreibt sie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim, war ihre Eigenschaft, dass sie dann die Wahrheit mit der Unwahrheit vermengen,
Aber durch Verwirrung, den sie den Menschen unter den Menschen verbreitet haben, mit Nachrichten zu verwirren, indem sie sagen, Mohammed ist zu den Arabern gesandt. Ja? Also haben sie die Gesandtschaft ja bestätigt. Aber zu wen? Zu den Arabern. Oder sie sagten beispielsweise, oder sie sagten, die Gesandtschaft Mohammed ist ist rechtens, aber nur für die Analphabeten, die nicht lesen und schreiben konnten, und für die nicht für die gesamte Menschheit. Das heißt also, sie pflegten tatsächlich, die Wahrheit mit dem Unrecht zu vermengen. Hört jemand diese Sätze, jetzt oder den Vers sozusagen, diese Aussage, so kann es also nicht direkt daraus ausgehen, dass sie tatsächlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam seine Gesandtschaft verleugnen. Ja? Vielmehr, sie glaubten an ihn und sind ihm dann gegenüber ungläubig geworden oder sie haben das verleumdet. Wenn sie die Menschen jetzt mit der Nachricht verwirren, indem sie sagen, Mohammed ist Araber und er ist zu den Arabern gekommen, indem sie beispielsweise einen Vers aus dem Koran rezitieren, indem sie sagen, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Sozusagen. Das bedeutet, er ist es, der unter den Schriftunkündigen einen Gesandten von ihnen entstehen lasse. Da haben sie so praktisch bewusst diesen Vers, die Gesandtschaft wohl bestätigt, aber die Unwahrheit mit noch rein vermengt. Und so haben sie die Menschen praktisch in die Verwirrung getrieben. Sie haben also die Wahrheit mit Unwahrheit vermischt der Vers kann auch heißen, beispielsweise, vermischt nicht die Wahrheit mit Unrecht und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Das kann auch so heißen, kann aber auch heißen, und vermischt nicht die Wahrheit mit Unrecht mit der Verschweigung der Unwahrheit. Ja, dass sie dann gleichzeitig was? Die Wahrheit dann verschweigen. Der Kommentator sagt hier, und vermischt nicht die Wahrheit, die ich euch dargelegt habe, mit dem Unrecht, das ihr erfunden habt. Dass ihr also was? Die Unwahrheit sozusagen erfunden habt. Und hütet euch vor dem Verbergen der klaren Wahrheit. Ja, ihr seid vorsichtig von dem, was ihr hier macht. Und was ihr hier verbreitet, wie ihr die Menschen auch dann sozusagen täuscht mit diesen Aussagen und hütet euch vor dem Verbergen der klaren Wahrheit über die Zeichen was? Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala und aber auch und Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn sie kannten seine Eigenschaften. Und sie wussten von ihm, dass er kommen wird, was sie nicht genau sagen konnten, ob er einer von ihnen sein wird. Und sie gingen davon aus, dass er einer von ihnen sein wird oder einer aus ihren Reihen. Aber als er dann aus dem arabischen Stamm gekommen ist, das war für sie eine herbe Enttäuschung sozusagen. Ja? Also das heißt also, Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala zu verbergen, die Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die in euren Büchern stehen, die in euren Büchern stehen und wo ihr doch das Wissen in euren Büchern besitzt, die sich bei euch befinden. Die Erklärung von dem Vers und verdeckt nicht das Wahre durch das Falsche und verschweigt nicht die Wahrheit, wo ihr doch wisst. Das heißt also, sie haben die Menschen mit der Unwahrheit in Verwirrung gebracht, mit Wissen. Das ist ja das. Ja? Mit Wissen sozusagen. Ja.
Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Und verrichte das Gebet, entrichte die Abgaben und verbeugt euch im Gebet mit den sich Verbeugenden. Ja? Das heißt also, so tretet der Religion des Islam bei. Ja? So tretet der Religion des Islam bei, indem ihr das Gebet verrichtet, auf die richtige Art und Weise, das heißt also das Gebet, wie es vorgeschrieben ist, mit seinen Bedingungen, mit seinen Pflichten, mit seinen Säulen und so weiter, mit der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Das heißt also, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebracht hat. Und die Pflichtabgaben, was auch zur Pflicht gemacht wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, auf die gesetzliche Art und Weise verrichtet. Auf die Art und Weise verrichtet und ihr zu den Unterwürfigen gehört. Das heißt also, dann gehört zu denjenigen, die das Gebet verrichten, auf eine korrekte Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch dann gesetzlich gemacht hat, und entrichtet die Pflichtabgaben, die auch dann zur Pflicht geworden, und werft euch nieder und gehört zu der Gemeinde Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Befehlt ihr den Menschen Güte? Ja, befehlt ihr den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest, begreift ihr denn nicht? Das heißt also, im Grunde ist das eine Frage. Ja? Yani, befehlt ihr das Gute, ja? Und ihr vergisst euch dabei? Ja? Das heißt also, es ist unglaublich, dass Leute von Kinder Israel damals, ja, dass sie, und besonders die Rabbiner, die ihren Leuten geraten haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu befolgen. Denn Güte ist ja etwas Gutes. Sie befehlen sozusagen Güte. Das heißt also, unglaublich, dass Leute von Kinder Israels, Leute aus ihren Reihen, raten, den Propheten tatsächlich zu befolgen, sich aber dabei vergessen haben. Die meisten, ja. Außer zum Beispiel, es gab ja Abdullah ibn Salam. Ja? Abdullah ibn Salam, radiallahu anhu, der zum Propheten gesagt hat, ja, er hat ihn erkannt, als der Prophet nach Medina kam, und er wollte schauen. Und hat er den Propheten angeschaut, und hat er Licht gesagt, das ist Licht. Das ist, und hat er gesagt, bei Allah, das ist kein Gesicht von einem Lügner. Dann hat er den Propheten gefragt, die berühmten Fragen, was ist das erste Mal im Paradies und so weiter, und das können nur die Propheten wissen. Dann hat er es gesagt, und als er dann auch Schade ausgesprochen hat und hat dann die Juden, die in Medina gelebt haben, auch empfangen, oder sie kamen zu ihm, und hat Abdullah ibn Salam zu ihm gesagt, frage sie über mich. Erst dann sollen sie wissen, dass ich Muslim geworden bin.
Ja, und dann hat er sie gefragt, das ist unser bester Gelehrter, Masha'Allah, Tabarak al-Rahman. Und als er gesagt hat, Abdullah, komm raus, und dann kam er raus, und dann hat er Shahada ausgesprochen, und hat gesagt, das ist der niederträchtigste Seele von uns, der schlechteste, der jetzt, praktisch jetzt auf gleich. Ja. Gab es natürlich auch solche, also das war auch ein großer Rechtsgelehrter. So ein Beispiel, den Sheikh auch dann gebracht hat, dass auch die meisten Mufassirun es auch praktisch als Interpretation, dass der Prophet als ein Kind von einem Juden krank geworden ist und der ihn dann besucht hat, weil er krank war. Und als er dort war, hat er gemerkt, also der stirbt jetzt gleich. Dann hat er ihn aufgefordert, Shahada ausgesprochen, Glaubensbekenntnis zu sprechen. Und dann hat er so Blickkontakt mit seinem Vater genommen. Und sein Vater hat dann ihm zu verstehen gegeben, dass er den Propheten befolgen soll. Und daraufhin hat er ihn befolgt. Ja, und der Prophet hat sich dann gefreut, als er es angenommen hat und dann gestorben ist. Ja. Also, sie haben das schon mit Wissen, sie wussten die Wahrheit. Nur halt diese Hartnäckigkeit, die sie besessen und Neid gegenüber Araber, weil es ja aus Arabisch, vom arabischen Stamm und nicht jetzt aus ihrem Stamm und so weiter. So haben die Rabbiner der Kinder Israel ihre Leute das Gute befohlen, und nämlich des Propheten auch zu befolgen, wobei sie sich natürlich auch dabei vergessen haben. Das heißt also, wo ihr doch die Schrift liest, ja, obwohl ihr die Schrift liest, ihr befehlt das Gute auswissen sozusagen, und ihr euch vergisst ihr. Gibt das auch, wenn man dann jetzt beispielsweise, ich sage zu einem Bruder, guck mal Bruder, es ist gut, dass wir immer montags und donnerstag fasten, aber jetzt, ich selber halte mich nicht jedes Mal dran. Bin ich dann sozusagen auch darunter? So, ich will Ihnen sagen, erst einmal nicht, weil es ja eine freiwillige Angelegenheit ist, ja. Aber was ich jetzt auch nicht jetzt mit übernommen habe, der Sheikh sagt, und jeder soll natürlich darauf achten, dass er nicht diese Eigenschaften irgendwann bei sich dann festsetzen, weil das sind dann Eigenschaften von Banu Israel. Ja. Dass man also nicht jetzt zu denjenigen gehört, die dann anderen Ratschläge gibt und sich dabei vergisst. Das geht natürlich nicht. Ja. Und deswegen gab es auch einige Rechtsgelehrten, die auch keinen Rechtsgutachten erlassen haben, bis sie es umgesetzt haben. Ja, bis sie es dann umgesetzt haben. Ihr dann also befehlt ihr den Menschen Güte, während ihr euch selbst vergesst, wo ihr doch die Schrift lest, begreift ihr denn nicht, ja, wie verabscheuenswert, sowohl eure Situation, wird hier gesagt, als auch die eurer Rechtsgelehrten, wohl ist, also wie schlimm diese Situation ist, während ihr den Menschen befehlt, Gutes zu tun und euch selbst dabei auszunehmen. So ordnet ihr euch nicht das gewaltige Gute an, das Iman, ja, die Befolgung Religion Allah subhanahu wa ta'ala, Zeichen Allah azza wa jalla, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich auch den Islam, obwohl ihr in die Tora liest, ja, in der die Eigenschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Glaube an ihn vorhanden sind, benutzt ihr euren Verstand nicht auf eine gesunde Art und Weise. Ja, setzt ihr nicht euren Verstand, Reife, die ihr habt, sozusagen, ja, begreift ihr denn nicht? Dann im nächsten Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala:
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit. Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit und im Gebet. Es ist freilich schwer, nur nicht für die Demütigen. Nur nicht für die Demütigen, die daran glauben, dass sie ihrem Herrn begegnen werden und dass sie zu ihm zurückkehren. Das heißt, und sucht Hilfe in all eure Angelegenheit durch Geduld, mit allen ihren Arten und genauso im Gebet. Ja? Geduld ist eine große Tugendhaftigkeit und Gebet beruhigt was? Das Herz, ja? Sozusagen. Gewiss ist es sehr mühevoll, außer für die Demütigen. Für die Demütigen, sie gehen dann direkt, sie üben Geduld aus und begeben sich dann im Gebet und suchen dort auch dann sozusagen die Ruhe und Standhaftigkeit. Diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und das erhoffen, was er hat, yani sie erhoffen so das, was Allah subhanahu wa ta'ala hat, zu erlangen und die sich sicher sind, dass sie ihren Herrn nach dem Tod am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft und Belohnung begegnen und zu ihm zurückkehren werden. Ja? Im nächsten Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. O Kinder Israels, gedenkt meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohner bevorzugt habe und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatzleistung angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird. Und gedenkt, als wir euch von den Leuten Pharaons erretteten, die euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. Und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Pharaons ertrinken ließen, während ihr zuschautet. Ja, Bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Die Erklärung, O Kinder Israels, gedenkt,
meiner Gunst, die ich euch erwiesen habe, und dass ich euch vor den anderen Weltenbewohnern bevorzugt habe. Das heißt also, ein Aufruf Allah subhanahu wa ta'ala, eine Erinnerung an sie, o Nachkommenschaft Jakob, ja, gedenkt meiner reichlichen Gunst, denkt darüber, erinnert euch an diese Gunsterweisung, die ich euch zukommen ließe von Allah subhanahu wa ta'ala. O Nachkommenschaft Jakobs, gedenkt meiner reichlichen Gunst euch gegenüber und seid mir dankbar dafür. Und seid mir, yani Allah sei, sie sollen Allah subhanahu wa ta'ala dankbar dafür sein, dass er ihnen diese Gunsterweisung zukommen ließ. Ja? Und dankbar natürlich was? Keine Widersetzung zu begehen, Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala zu befolgen, die Anordnung Allah azza wa jalla zu befolgen, Zeichen seines Gesandten auch dann nicht zu verbergen und zu verleugnen und nachzukommen. Und gedenkt, dass ich euch vor anderen Völker eurer Zeit mit zahlreichen Propheten und den herabgesandten Büchern wie die Tora und das Evangelium bevorzugt habe. Denn die Benu Israel, also die Kinder Israel, sie haben ja aus ihren Reihen manchmal zig Propheten gehabt, die Bevorzugung Allah subhanahu wa ta'ala, die er ihnen zuteil kommen ließ, also ihnen zukommen ließ. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert sie daran, dass sie sich eigentlich für diese Gunsterweisung dankbar zeigen sollen und nicht rebellisch und widersetzend, ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah azza wa jalla: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen kann und von keiner Fürsprache noch Ersatzleistung angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird. Hier ist eine deutliche Warnung an sie, dass sie davor sich sehen sollen, bevor sie sterben, denn das, was danach kommt, da wird keine Seele, eine andere Seele, etwas, irgendeine Last nehmen oder für sie oder sie können auch keinen Ersatz sozusagen, also entgelten, was sie gemacht haben. So ist es hier gemeint. Und fürchtet den jüngsten Tag, diesen Tag, der auf jeden Fall kommen wird, sollen sie fürchten. Und sollen sich für diesen jüngsten Tag auch vorbereiten. Ja, diese Vorbereitung findet jetzt statt und nicht erst, wenn einer stirbt. Denn fürchte den jüngsten Tag, den Tag, an dem keiner für jemand anderen eine Hilfe sein wird. Jeder ist für sich, nafsi, nafsi. Jeder wird sagen, nur mich sozusagen. Weil jeder will die Rettung. Jeder weiß, es gibt keinen dritten Weg, nur zwei. Entweder in die ewigen Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala oder in die ewigen Verdammnis. Eins von den beiden sozusagen. Das heißt also, und fürchtet den jüngsten Tag, an dem keiner für jemand anderen eine Hilfe sein wird und an dem Allah subhanahu wa ta'ala für einen Ungläubigen wird weder Fürsprache noch irgendeine Gegenleistung nehmen wird. Niemand könnte für jemanden eine Fürsprache einlegen. Niemand. Niemand hat die Erlaubnis, außer dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann die Erlaubnis, was hier Shafa'a,
zu machen. Und deswegen warnt Allah subhanahu wa ta'ala natürlich die Ungehorsamen und die Rebellen, ja, die sich dann immer wieder widersetzen. Praktisch von der Rechtleitung dann lossagen, denn an diesem Tag wird von ihnen nichts angenommen, und sei es das gesamte Geldvermögen der Erde. Zum Nachdruck, egal was sie dann erbringen werden, sie könnten sich mit nichts, und wenn es die ganze Erde käme, mit dem Inhalt, was sie hat, könnten sie sie nicht, als können sie sich damit nicht freikaufen. Niemand wird dazu in der Lage sein, der Strafe zu entkommen. Niemand wird an diesem Tag dazu in der Lage sein oder in der Lage versetzt werden oder von irgendjemandem eine Unterstützung bekommen, damit er sich oder jemand anderen von diesem Ausgang retten kann. Noch wird er Hilfe erhalten. Das heißt also, es ist aussichtslos. Aussichtslos. Da gibt es keine Perspektive mehr, nur das, was sich dort erwarten wird. Und die Vorbereitung findet hier statt. Es ist unvorstellbar, wenn jemand wirklich die Wahrheit weiß und er weiß, welchen Ausgangspunkt das trotzdem seine Seele ihn dazu bringt, sich zu weigern und auch ruhig zu schlafen zu können. Ja, überleg mal. Ich kann verstehen, dass einer der ist, macht Sünden und verlässt aber die Rechtleitung nicht, weil er vielleicht zu schwach ist. Das kann ich irgendwie noch. Aber dass jemand völlig von der Rolle ist, obwohl er die Wahrheit kennt und er auch manchmal auch dazu rät und kann nicht also für sich eine Rettung sein kann. Ja, subhanallah. Die Herzen sind zwischen Fingern Allah Azza wa Jalla. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im nächsten Vers: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Und gedenkt, als wir euch von den Leuten Pharaons erretteten. Das sind jetzt so, Allah Azza wa Jal hat ihnen Ni'am zukommen lassen, hat Zeichen für sie gesetzt, die haben sie gesehen. So, ja, die haben sie gesehen, subhanallah. Ja. Und gedenkt, als wir euch von den Leuten Pharaons erretteten, die euch eine böse Qual auferlegten, indem sie eure Söhne allesamt abschlachteten und nur eure Frauen am Leben ließen. Darin war für euch eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn. Also Dinge haben sie gesehen, ja, wie diese Herrscherin, dieses Tyrann praktisch in Bewegung gesetzt wurden, die Kinder getötet haben, einen furchtbaren Qual, bis so weit, dass er sie bis zum Meer gefolgt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen daraus, wo es dann aussichtlos war, nur das Meer für ihnen, als in Musa alaihissalam Stock, dass es dann praktisch ein Weg geebnet wurden für sie. Von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Gunsterweisung, Rettung. Ja? Und danach, was geschieht dann? Dann nochmal mit dem Stock geschlagen, sodass diese Armee, die sich in Bewegung gesetzt hat, mit seinen Führern, Pharaon, ertrunken ist. Vor ihren eigenen Augen. Und trotzdem, ajib. Ja, unglaublich, unglaublich. Und gedenkt unserer Gunst euch gegenüber, als wir euch vor dem harten Zupackens Pharaon, harten Zupackens, yani das ist Strafe, inna batsha rabbika la shadid,
sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das Zupacken deines Herrn ist für wahr hart, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das Zupacken, das heißt die Strafe Pharaons und seine Gefolgsleute retteten, als wir euch vor dem harten Zupacken Pharaons und seine Gefolgsleute retteten, die euch eine strenge Strafe kosten ließen, indem sie das Abschlachten eurer Kinder vermehrten. Dann irgendwann, als Pharaon gehört hat, dass jemand jetzt auch geboren wird, der praktisch fürs Ende für den Pharaon sein wird, hat er angeordnet, alle Jungs werden abgeschlachtet. Und eure Frauen in die Sklaverei. Abgeschlachtete Frauen in Sklaverei. Und in die Erniedrigung ließen. Ja, die haben schon, wenn du überlegst, schon ein hartes Leben schon mehrfach gekostet. Und darin ist die Prüfung eures Herrn für euch. Und in eurem Entkommen ist die gewaltige Gunst. Entkommen, Rettung ist die Gunst Allah subhanahu wa ta'ala. Und Gunst ist Ni'ma. Ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. Die zum Dank Allah gegenüber eurem Zeitalter, in eurem Zeitalter und innerhalb der Generationen verpflichtet. Das ist dann verpflichtet, so etwas. Dankbarkeit eigentlich, wenn man dann Zeichen Allah sieht, subhanahu wa ta'ala, und die Gunsterweisung kostet und die Rettung Allah erlebt, ja, da müsste eigentlich was passieren. Eine Gewissheit wird tatsächlich dann richtig fest verankert im Herzen. Nichts kann es eigentlich aus dem Herzen lösen. Ja, überleg mal, wenn du das mit deinen eigenen Augen siehst, wie zum Beispiel, jemand kommt zu dir und sagt, weißt du, da ist was passiert um die Ecke. Da stehen 10 Polizeiautos und 5 Krankenwagen und 6 Feuerwehr. Und dann geht er. Da kommt der Nächste und sagt, hast du gehört, da ist richtig was los. Ja, du bekommst eine Nachricht. Und kommt ein Dritter, gibt er noch eine Nachricht. Du hast also von 3 verschiedenen Leuten eine Nachricht. Jetzt machst du dich auf den Weg und siehst es persönlich. Gibt es etwas, dass diese Nachricht, was du jetzt siehst, wirklich von deiner Überzeugung losgelassen wird? Da bist du hundertprozentig davon überzeugt. Eigentlich. Ja? Und überleg mal. Sie haben also so etwas erlebt, gesehen. Die Rettung, Entkommen, Erlösung, Gunsterweisung Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem, es wird noch spannender später, wie sie dann mit ihren Fragen, MashaAllah, tabarak ar-Rahman, Musa, yani fast. Ja? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Und als wir für euch das Meer teilten, guck, und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten, und die Leute Pharaons ertrinken ließen, während ihr zuschautet. Überleg mal. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Allah subhanahu wa ta'ala erinnert sie an diese Gunsterweisung. Ja. Und als wir für euch das Meer teilten und euch so retteten und die Leute Pharaons ertrinken ließen, während ihr zuschautet. Das bedeutet, ungedenkt, unsere Gunst euch gegenüber, als ihr der Grund wart, dass wir das Meer teilten, sie waren der Grund, Allah subhanahu wa ta'ala, das für sie gemacht,
Als würdest du sagen, hast du vergessen, was ich für dich getan habe? Ja, wenn du zum Beispiel zu deinem Sohn sagst, das Ganze, was ich für dich investiert habe, hast du vergessen? Verstehst du? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gedenkt meine Gunsterweisung. Gedenkt meine Gunsterweisung. Denkt doch darüber nach, was ich für euch, ihr wart der Grund, dass das Meer geteilt wurde und in ihm einen trockenen Weg errichtete, sodass ihr euch dann bewegen könnt und flüchten könnt, entkommen könnt. Gunsterweisung, Allah subhanahu wa ta'ala, an wen? An diese Menschen, die immer rebellisch gegenüber Allah azza wa jalla sind. Subhanallah al-Azim. Unglaublich. Wenn man die Geschichte begreift sozusagen und liest, sagst du mal, möge Allah uns davor bewahren. Wirklich. Und in ihm einen trockenen Weg errichtete. Den ihr überquert habt. Und wir euch vor Pharaon und seinen Herrschern vor dem Untergehen im Meer retteten. Auch heißt es hier, wir sind der Grund, oder ihr seid der Grund, dass wir diesen Weg für euch gemacht haben, damit ihr euch rettet vom Ertrinken. Weil hinter euch war jemand, der euch zerstören wollte. Dann, doch als Pharaon und seine Herrscherin euren Weg betraten, ließen wir sie vor euren Augen untergehen. Vor ihren Augen, so haben sie zugeschaut, wie Pharaon ertrunken und seine Leute, weil das, was Allah subhanahu wa ta'ala trocken gemacht hat, damit sie flüchten, nicht mehr da war. Also stattdessen war nämlich was? Wasser. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Und als wir uns mit Musa auf 40 Nächte verabredeten, da nahmt ihr dann nach ihm das Kalb an, womit ihr Unrecht tatet. Hierauf, nach allem, verziehen wir euch, auf dass ihr dankbar wäret. Und als wir Musa die Schrift und die Unterscheidung gaben, auf dass ihr recht geleitet werdet. Und als Musa zu seinem Volk sagte, O mein Volk, ihr habt euch selbst Unrecht zugefügt, indem ihr das Kalb zum Gegenstand der Anbetung genommen habt, bereut nun vor eurem Erschaffer und tötet dann die Schuldigen unter euch selbst. Dies ist besser für euch vor eurem Erschaffer. Und da nahm er eure Reue an. Er ist ja der Reue annehmende und barmherzige. Und als ihr sagtet, O Musa, wir werden dir nicht eher glauben, bis wir Allah unverhüllt sehen, da überkam euch der Donnerschlag, während ihr zuschautet.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Die Erklärung: Und als wir uns mit Musa auf 40 Nächte verabredeten, da nahmt ihr dann nach ihm das Kalb an, womit ihr Unrecht tatet. Das heißt also, und gedenkt unserer Gunst, und Gunst Allah subhanahu wa ta'ala, euch gegenüber. Als wir mit Musa 40 Nächte lang verabredet waren. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Verabredung mit Musa alayhi salam, die 40 Nächte lang ging, um für euch die Tora als Licht und Rechtleitung herabzusenden. Die Tora, Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, als Licht und Rechtleitung herabzusenden. Und ihr dann in dieser kurzen Zeit, 40 Nächte, war nicht lang, haben sie sich dann auf etwas anderes eingelassen. In der er abwesend war, wird gesagt, die Gelegenheit ergriffen habt, das Kalb, das ihr mit euren eigenen Händen gebaut habt, statt Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Die haben also das Kalb genommen als Anbetung statt Allah azza wa jalla. Und dies ist der abscheulichste Kufr. Und dies ist was? Der abscheulichste Kufr. Und das Kalb zu Unrecht als Herrn anzunehmen. 40 Nächte, als er zurückkam, haben die schon Kalb angebetet. Ajib. Reden wir jetzt von dem gleichen? Also die gleiche Rasse. Die gleiche Rasse, die Allah sozusagen vom Meer von ja, das ist die Geschichte in Surat al-Baqarah. Das sind die gleichen Menschen, ja? Die gleiche. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hierauf, nach alledem, verziehen wir euch. Guck mal, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala. Verziehen wir euch, auf dass ihr dankbar wäret. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann haben wir nach der Rückkehr von Musa von dieser abscheulichen Tat abgesehen und eure Reue angenommen. Ja? Denn wir wissen, in Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt niemanden, der Schirk begeht, also diese große Schirk. Ja? Aber alles, was darunter, ja. Und dann also hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergeben, nachdem Musa a.s. zurückgekehrt ist und von dieser abscheulichen Tat abgesehen und ihnen dann verziehen. In der Hoffnung, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gunsterweisung und Wohltat dankt. In der Hoffnung, dass ihr die Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala findet und dort bleibt, damit ihr in der Glückseligkeit inshallah verbleiben könnt. Und wenn ihr stirbt, dann geht ihr in die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht mit dem Kufr und Tyrannei fortfahrt. Dass ihr praktisch in der Wohltat Allah subhanahu wa ta'ala Gunsterweisung Wohltat und nicht im Kufr und Tyrannei. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Und als wir Musa die Schrift und die Unterscheidung gaben, ja, Kitab und Furqan, auf das ihr recht geleitet werdet, das heißt, und gedenkt unsere Gunst euch gegenüber, als wir Musa das Buch gaben, das zwischen wahr und unwahr unterscheidet, yani zwischen Recht und Unrecht unterscheidet, nämlich was die Tora, die auch Al-Ahkam enthält, ja, sozusagen, damit ihr von dem Irregehen
recht geleitet werden. Das heißt, damit er nicht irre geht und nicht in dieser Situation bleibt. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum für eure aufmerksames Zuhören. Und Fortsetzung folgt.